Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry 5, dem DLC Neues Spiel Plus. So, jetzt werden wir mal den Sack in diesem Gebiet zumachen. Der nächste Außenposten da oben auf dem Berg sollte ausreichen. Vorher sollte ich mich natürlich in die richtige Richtung drehen. Das sieht richtig aus. Ja. Okay. Da ist der Außenposten auch schon. Erstmal schön hier runter. Okay. Der einzige Sniper, der hier oben direkt ist, dürfte weg sein. So, die Verstärkung ist mir tatsächlich ehrlich gesagt scheißegal. Ach, Lava. Als ob ich da nicht durchballern kann. Mann, ey. So ein Shit. Wow. Hat er mich mit der Rakete gerade eben gewone-hittet? Zugegeben, wenn das ein direkter Treffer war, dann verständlich. Shit. Mein Plan war halt, ja, von da oben aus habe ich safe einen guten Spot, um alle anderen zu erledigen mit der Alien-Waffe. An sich war der Plan nicht schlecht. Hätte nur etwas glatter laufen können. Ich hätte zum Beispiel zuallererst die anderen Gegner auf den anderen Dächern erledigen sollen. Das hätte meine Priorität sein müssen. Naja, ich habe ja noch ein paar Versuche, also ich kann es ja so oft versuchen, wie ich will. Ja, das sollte passen. Ich denke mal, ich sollte trotzdem noch auf das eine Dach kommen. Obwohl ich jetzt diesmal gefühlt schneller reagiert habe als beim letzten Mal. Trotzdem. Ja, geil. Ich bin auf gar keinem der Dächer gelandet. Upsala! Böses Hündchen. Mist, verdammter. Meine Güte. Die kommen auch ohne Hemmungen direkt um die Ecke gelaufen. Haben gar keinen Schiss vor meiner Waffe aus einer anderen Welt. Böser Sniper. Weg mit dir. Noch irgendjemand? Wow, what? Alter, ich weiß nicht mal, wo dieser verdammte Raketenwerfer-Penner ist. So ein Scheiß. Was zur Hölle, ey? Vor allem, der hat die instant abgefeuert, als ich scheinbar in seinem Sichtradius war. Was soll denn das? Oh. Hat Reflexe wie ein junger Gott, natürlich. So, okay. Das passt wenigstens. Ihr miesen Penner. So, das sieht doch schon etwas besser aus. Ja, geil. Jetzt mache ich so eine extrem krasse Runde. Da sieht mich ja jeder. So.
War Mr. Rocket Launcher hier? Schön für euch. Jetzt muss ich auch darauf aufpassen, dass eben hier auf der Leiter gleich ein paar von denen auftauchen werden. Oder auf den anderen Dächern muss ich auch darauf aufpassen. Da sehe ich zum Beispiel schon einen da hochklettern. Okay. Was? Wo denn? Von da unten? Scheint so. Ach du Schande. Nein, böse. Na? Alter. Aber da dürfte gleich einer hochklettern. Na ja, sag ich doch. Was wolltest du sagen? Fuck. Habe ich ihn erwischt? Ich denke schon. Sieht so aus. Gut. Das Letzte, was ich brauche, ist ein Mörser-Typ hier. Will er jetzt über die Seilrutsche rüber? Ich glaube schon. Nein, ich Idiot! Okay, ich dachte, ich werde jetzt direkt abgeballert. Wo will der hin? Alter, shit, 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 shit. Habe ich ihn? Ich glaube, der Sniper. Ja, genau. Scheiße. Ist er down? Gut. So, da hinten, jawohl, geht doch. Okay. Bisschen auf Sicherheit gespielt später, aber ne. Da habe ich echt das Gefühl, es wäre vielleicht teilweise doch besser, so wie die Außenposten, so wie ich es im ersten Durchlauf gemacht habe, zu erledigen. Laut Leiste wäre es jetzt Zeit, wie es scheint. Ich könnte wirklich deine Hilfe brauchen. Okay. Die Radarstation zu übernehmen war eine reife Leistung, aber es ist noch nicht vorbei. Es sieht aus, als würden sie... Nimm dir C4 und zerstöre die drei Satellitenschüsseln. Oh, brauche ich wirklich C4 für sowas? Ich habe doch hier ein mega... Eine mega geile Alien-Waffe. Die reicht doch vollkommen dafür aus. Kann ich hier irgendwo anders das Gebäude... Ah. Ja, wie jetzt? Nur die eine Leiter? Und jetzt muss ich über... Ja, geil. Danke, Spiel. Für diese nicht wirkliche Option. So, hier wird es doch wohl hoffentlich auch noch irgendwo eine Leiter geben. Wahrscheinlich drin. Oder eine Treppe. Treppen sind auch okay. So, Ah.
Oh, wie schade, dass es euch nichts gebracht hat, mich zu finden. Oh, jetzt nicht hier noch mal eine Bonus-Explosion rauslassen, ihr Penner. So, er braucht schon C4, wenn er eine Alien-Waffe hat, hallo? So, 2. Muss ich nicht mal auf die Dächer draufklettern, hallo? Kann doch nicht sein, Mensch. Mann. Ja. Dann laufe ich eben so darüber. Pat? Meine Güte. Der Mini-Raketenwerfer hat leider keine... Ich Idiot. Boah. Wenn der Heli da mich jetzt erwischt hätte, ey. Hätte ich schon richtig geärgert. Frequenzrauschen abgehakt. Warte, wo? Was zum Teufel? Oh, hi. Tschüsschen. So, Jacob. Zeit für Finale. Ha? Du willst aufs Maul, kriegst du auch. I'm ready. Ups. Her damit. Nope. Munition. Oh, schon alles voll. Cool. So, nu. Wartet Jacob, bis ich den Außenposten verlasse. Ja, weil das hier quasi sicheres Gebiet ist. Er wartet, bis ich freiwild werde. Na gut. Nehme ich das Quad, damit... Ah, seht ihr? Direkt kommen diese Blisspartikel. Sobald ich rausgehe. Ja. Das war ja schon beim ersten Mal so. Ich habe immer mehr Gesundheit verloren. Zumindest hat das der Bloody Screen immer mehr angedeutet. Sicht verschwimmt immer mehr. Und irgendwann, puff, Black Screen. Jacob hat mich zu sich gerufen. Die linke Ratte. Und das letzte Mal. Bringen wir es hinter uns. Was zum Teufel? Ist hier noch einer? Jacob hat seinen Satz nicht gebracht. Egal. Okay, die habe ich wenigstens einigermaßen hingekriegt. Oh, what the fuck? Oh, scheiße. Was? Wo war der letzte? Ach, halt dein Maul. Ich wette, selbst hier bei der letzten Passage gibt es keine Checkpoints. Das ist so das Schlimmste, wirklich, ne? Null Checkpoints. Alter! Meine Güte. Oh, scheiße. Willst du mich verarschen? Alter! Verdammte Scheiße! Mach das nochmal! Jetzt weiß ich, warum Jacob vorher hier nicht gesagt hat, gut gemacht. Weil sich da noch ein scheiß Penner-Sniper versteckt. Gut, aber den kann ich auch auslassen, denke ich. Opfere dich schwach.
Streng dich an. Gott. Wie lange werde ich wohl hier verbrauchen? Ich bin gespannt. Ich will es einfach nur hinter mir haben an der Stelle. Um ehrlich zu sein. Gibt's nicht, ey. Ja, natürlich. Ausgerechnet dann muss ich nachladen. Oh. Weißt du, Jacob? Ohne Scheiß, ne? Da ich dich in dem Vietnam-DLC nicht gesehen habe, hast du für mich auch offiziell da nicht gekämpft. Punkt. Ist mir scheißegal, was du laberst. So. Scheiß auf den Sniper. Du bist keine Heldin. Na und? Als ob ihr da großartig besser wärt. Stellt euch hier als die ganz Tollen heraus. Dabei seid ihr auch nur Opfer. Trainieren, jagen, töten, Opfer bringen. Genau so. Okay. Immerhin habe ich für den einen Raum hier jetzt eine recht gute Strategie zusammen. War hier unten nicht noch was? Nee. Ah, doch. Yay. So. Achte auf deine Zeit. Ja, was meinst du, was ich mache hier? Und seht ihr, was jetzt der Unterschied ist? Jetzt achte ich zum allerersten Mal da drauf. Hier verschwinden die Gegner jetzt nicht mehr. Das heißt, jeder Gegner, den wir jetzt erledigen, der ist echt. Da. Ne? Und das ist kein gesichtsloser Kerl mehr. Wir sehen erst viel zu spät, wer das ist. Ist mir beim ersten Mal durchspielen überhaupt nicht aufgefallen, ne? Bei der allerletzten Passage verschwinden die Gegner nicht, lösen sich nicht mehr im Rauch auf. So wie sonst immer. Diese allerletzte Passage unterscheidet sich nicht ohne Grund, weil da wissen wir, alle, die wir da töten, sind echt. Böse Wölfe. Au. Scheiße. Nicht kämpfen. Lass einfach los. Du hast deinen Zweck erfüllt. Ja, ha. Voll geil. Eigentlich müsste ich mich jetzt seiner Logik nach als stark herausgestellt haben. Aber anstatt mich rekrutieren zu wollen, so nö. Jetzt brauche ich dich nicht mehr, weil du deinen Zweck erfüllt hast, also bist du ab jetzt schwach. So, hä? Scheiße. Jacob, er ohne Scheiß, du laberst nur Müll. Weine nicht, nein. Er war schwach und egoistisch. Ich habe ihn schon so rum lieber. Zu beweisen. Ich sehe schon. Er hätte mir nur seine White Tails geben müssen. Dann hätte er uns allen den Ärger erspart.
hast deinen Zweck erfüllt. Schnauze halten. Lilian, du schaffst es hier raus. Was das? Verdienst du weiter Botengänge für einen Teenager und eine Hausfrau? Auch. Whitetails sind nichts ohne Eli. Du bist nichts ohne Eli. Aha. Aber ich dachte, durch deine Hypnose und deine Logik wäre ich jetzt stark. Und jetzt bin ich auf einmal nichts. Ey. Je länger ich den Typen Blödsinn labern höre, auch wenn es immer wieder der gleiche Blödsinn ist, regt mich nur umso mehr auf. Was geht? Da auch noch einer? Was geht? Oh, komm. Warte. Töten wird überhaupt nichts ändern. Glaubst du, der Tod macht mir etwas aus? Er ist meine Bestimmung. Ich gebe mein Leben für Joseph. Und das befreut mich. Ich verstehe meine Rolle. Ich bin kein Opfer. So einfach ist das. Aha. Natürlich. Du bist die Ausnahme. Ganz toll bist du. Die Wölfe sind überall. Fresse halten. Mann, verzieht euch. Was? Meine Fresse, ey. Diese scheiß Sniper. Findest du es nicht merkwürdig, dass jeder, dem du zu helfen versuchst, am Ende schlechter dran ist? Ach, Laber! Du wirst vom unten. So ein mieser Dreck, ey. Weine nicht, Eli. Wo spawnen diese Drecks-Scheiß-Sniper? Ich hatte ihm die Chance gegeben, sich zu beweisen. Er hätte mir nur seine Whitetails geben müssen. Hier irgendwo scheinen die ja zu spawnen, aber jetzt natürlich nicht. Du bist zäher als ich dachte. Aber mich zu töten wird überhaupt nichts. Glaubst du, der Tod macht mir etwas aus? Er ist meine Bestimmung. Ja, dann stirb doch, wenn es deine Bestimmung ist. Warum wehrst du dich dann so sehr dagegen? Ha? Kollege Klugscheißer. Nochmal. Komm, ey. Ach, laber jetzt doch keine Scheiße hier. Mann. Was, wo, wer, wie? Gut gemacht. Kommt hier jetzt noch einer? Ich raffe das mit den Snipern nicht. Wann kommen die? Scheiße! Fuck! Nicht übel. Wo kommst du denn her? Sinnlos. Saba! Kann ich auch mal in Ruhe lassen, ey, meine Fresse, es will nicht aufhören. Ich kann laufen, wie ich will. Die spawnen nun endlich nach. Ich erledige sie, spawnen immer noch nach. Ja, herrlich, was soll ich denn sonst machen? Nein, er war schwach und egoistisch. Ich hatte ihm die Chance gegeben, sich zu beweisen. Oh, Kotzen, ey. Er hätte mir nur seine Whitetails geben müssen. Dann hätte er uns allen den Ärger erspart.
du schaffst es hier raus. Was dann? Erhältst du weiter Botengänge für einen Teenager und deine Hausfrau? Die Whitetails sind nichts ohne Eli. Du bist nichts ohne Eli. Schön auch, dass ich dein Gesabbel jetzt so oft hintereinander ertragen muss. Scheiße. So schnell kannst du gar nicht gucken, wie die dich kaputt machen. Und Deckung gibt's da auch keine. Alter, ey. Weine nicht, Eli. Er war schwach, Lego ist. Soll ich zuerst alles unten rum erledigen? Soll ich da vielleicht mal langlaufen? Er hätte mir nur seine Whitehorns gegeben. Dann hätte er uns allen den Ärger erspart. So. Vielleicht ist es jetzt etwas erträglicher. No. Fucking no. Wo ist meine... So. Nicht kämpfen. Lass einfach los. Du hast halt den Zweck erfüllt. Deine verdammte Fresse. Du schaffst es hier raus. Was dann? Erledigst du weiter Botengänge für einen Teenager und eine Hausfrau? Die Whitetails sind nichts ohne Eli. Du bist nichts ohne Eli. Du bist zäher als ich dachte. Aber mich zu töten wird überhaupt nichts ändern. Glaubst du, der Tod macht mir etwas aus? Er ist meine Bestimmung. Ich gebe mein Leben für Joseph. Ja, verreck doch. Kollege. Du bist Fleisch. Ja, bin ich Fleisch? Und was bist du? 100% Mann oder was? Oder was soll jetzt deine Entgegnung sein? Ich bin kein Fleisch mehr, ich bin Transzendent. Mhm. Genau. Lass dich einmal bitte von den Kollegen mit den weißen Jacken abholen. Die Wölfe sind überall. Tu uns allen den Gefallen. Ah, hier so komplett außen rum zu laufen, ist, glaube ich, die schlauere Lösung. Ja, ist ja gut, verlasse Missionsgebiet. Versuchst, am Ende schlechter dran. Eli, Fred, du wirst vom Unglück verfolgt. Würdest du sie wirklich schützen wollen? Okay. Held sein wollen. Fein gehabt. Richtest du dich um? Das wäre für alle besser. Das wäre für dich besser, lügendes Drecksschwein. Wir wissen, was mit den Schwachen geschieht. Nochmal. Okay. Hä? Wo ist denn noch ein Laserpointer auf mich gerichtet? Oder sucht mich da vergeblich gerade einer? Yes! So, war's das? Na? Und jetzt? Yes, muss Checkpoint sein, oder? Halleluja, du Penner! Okay. Ach, laber doch keine Scheiße. Sag mal. Was ist
Warum erwischt er mich immer noch? Ist das dein scheiß Ernst? Fucking Cheater. Für die Gläubigen! Na was? Okay, den habe ich. Geht er mir auf den Sack? Aber gleich habe ich ihn. Kann doch nicht sein. Kann ich jetzt noch mal meine Energie sehen? Wett. Schnauze. Alter, kannst du mir den Gefallen tun und endlich verrecken? Der weiß nicht, wann es Zeit ist zu sterben, ne? So. Danke. Ey, es ist unfassbar. Alter, nein, 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 nein. So, ich habe ja jetzt keine andere Wahl. Ich muss jetzt hier warten, bis die Gesundheitsregeneration mich komplett hoch macht. Und da kann ich jetzt ewig und 3 Tage drauf warten. Ja, komm, plündere ich halt die Wolfshaut, wenn ich schon mal gerade hier hocken muss. Was? Gut. Oh. Wenn der mich jetzt noch erreicht hätte, ne? Alter Jacob, du mieses Arschloch. Ich bin so dumm. Ich bin so unfassbar dumm. Okay. Erwischt! Penner! So! Noch weiter ranzulaufen wäre Selbstmord gewesen. Mein Bruder hat das alles kommen sehen. Ja, laber mir keinen Scheiß. Jetzt müsst ihr die... Oder? Only you? Deputy, ich weiß nicht, ob ein Danke hier wirklich angebracht ist, aber... Naja... Jetzt ist Eli wenigstens nicht umsonst gestorben. Das, was passiert ist, tut mir leid. Ehrlich. Du bist nicht allein schuld an der Sache. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Vorhaltungen oder Vorwürfe. Dieser Deputy Pratt und ein ganzer Haufen unserer Whitetails versauert in Jacobs Waffenkammer. Setz dich in Bewegung. Wir zielen auf dich. Stimmt. Wir müssen ja noch in den Bunker. Ach Gott. Seht ihr, das habe ich auch schon komplett verdrängt. Ich dachte, jetzt wird nur noch ein bisschen geredet und dann kommt direkt, die Joseph-Szene. Nope. Bisschen was müssen wir noch machen. Wie stehe ich denn eigentlich von der Zeit her? Ach, naja, eigentlich
Wäre der Part an der Stelle durchaus schon zu Ende, aber komm, wir ziehen hier jetzt noch durch. Diese Waffenkammer ist eine verdammte Festung, in der es vor Peggys nur so wimmelt. Jacobs Schlüssel bringt dich da rein, aber das ist noch der leichte Teil. Die werden auf dich vorbereitet sein. Eli hatte irgendwelche Pläne von diesem Ort. Ich versuche mal rauszufinden, wo sie Pratt gefangen halten. In der Zwischenzeit ist Vorsicht angesagt, Deputy. Ich hätte vielleicht vorher mal meine... Ah, ich kann zum Glück noch wegreisen. Hihi. Ich hätte vorher definitiv noch mal meine Medikits auffüllen sollen. Wäre nicht schlecht gewesen. Weil scheiß die Wand an, ey. Da hätte ich auch langlaufen können. Hi. Einmal bitte. Medikit en masse. Das auch. So. Wenigstens habe ich den Ort jetzt entdeckt und kann... Nein! Scheiße! Dumm. Kann ich, während ich falle, trotzdem noch schnell reisen? Kann ich. Gut. Einfach mal ein bisschen nach unten reisen. Ich meine, ist besser, als mich fallen zu lassen. Wo die Gegner dann, während ich falle, in aller Ruhe auf mich draufballern können. Alter, was? Scheiße. Okay, die Gegner rechts hätte ich noch mit beachten sollen. Ja, ist gut, Spiel. Jetzt habe ich ihn, glaube ich, erwischt. Den Penner. Oh. Wollte schon sagen, hä? Ja, habe ich. Bin stolz drauf. Oh, Scheiße. Dreck. Erwischt. Okay. Ich hätte, glaube ich, auch so rein stürmen können. Jetzt wird's lustig, hier drinnen rumzuballern. Sollte ich vielleicht auch so ein bisschen hier rauf zurückgreifen. Notfalls, ne? Wenn die mir zu nahe kommen. Shit. Alter. Reicht. Du hast Jacob getötet. Ja, hast du auch mal einen neuen Spruch auf Lager? Oder habt ihr einen neuen Spruch auf Lager?
Okay. Rexak, du hast Jacob getötet! Oh, oh, buhu! Drucktüren verschlossen. Nun. Was? Entschuldigt mich! Ist das Schlimmste, was man jemals sein kann. Läuft nur einer hinterher? So. Eine kleine Sicherheitskugel. Rexak, du hast Jacob getötet! So, rette den Deputy. Oh, muss ich jetzt aufpassen, dass ich die, dass ich das Fass nicht erwische und mich mit in die Luft jage. Getötet hat. Als ob die wirklich alle samt um mich herum stehen. Hört sich halt die ganze Zeit so an. Ein paar von denen finden mich wohl nicht mehr und ich bin dann denen vorbeigelaufen, ohne es zu merken. Oder die sind hinter mir gespawnt, kann auch sein. So, Deputy. Let's go. Raus hier. So. Ich glaube, Jacobs Bunker ist von allen Bunkern, die ich zerstören muss, noch mit der einfachste. Dafür, dass die Missionen, die man vorher mit dem hatte, etwas heftiger waren. Einfach weiter. Ups. Das kriegen wir mit Sicherheit auch einigermaßen gut hin. Ich hoffe nur, es gibt hier innerhalb des Bunkers auch nochmal ein paar Checkpoints. Sonst habe ich ein fettes Problem, ey. Den ganzen Bunker wieder von vorne anfangen zu müssen, wäre etwas hart. Ja, scheiße. Mein Kamerad könnte mich noch retten, aber kriegt er das überhaupt geschissen? Na, auf dem Schwierigkeitsgrad ist es zweifelhaft, ob er überhaupt noch am Leben bleibt, bis er bei mir ist. Ne? Oh, hat er echt geschafft, nicht schlecht. Na toll. Ich war noch dabei, ihn zu loben. Er hätte es beinahe hingekriegt. Na gut, komm. Ich will in diesem Part wenigstens noch das Gebiet hier als abgehakt abstempeln können. Naja, okay. Teufel auf. Oh, scheiße. Falsche Treppe. Ja, ich belebe ihn ja wieder. Hallo. Oh Mann. Ich dachte, ich könnte in dem Raum, wo ich vorhin gestorben bin, die Gegner ignorieren und nur den vor mir erledigen. Ja, das war Wunschdenken. Mal wieder. Scheiße. Haben das alle hier? Sieht so aus. Ah, scheiß drauf. Der eine, der mich jetzt ums Verrecken nicht treffen konnte, auf den scheiß ich doch.
sei denn, der beißt mir gleich schön in den Arsch. Nicht stehen bleiben! Reicht es nicht langsam? Ich glaube, jetzt dürften wir schon das Ende vom Bunker erreicht haben. Ja. Erreiche eine sichere Entfernung. Bam. Erledigt. So, das lasse ich nochmal durchlaufen für den Fall der Fälle. Jawohl, Whitetail Mountains Region befreit und jetzt dürfte Josephs Monolog über Jacob kommen. Na, was hast du zu sagen, mein Lieber? Ja, nee, die Szene kennen wir ja. Die können wir skippen. Aber die von Joseph, die wird ja wohl hoffentlich... Ja. Meine Kinder. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder Jacob war ein Kämpfer. Er kämpfte gegen unsere Eltern. Gegen die Regierung. Auch gegen mich. Aber hauptsächlich gegen sich selbst. Die Dämonen, die er aus dem Krieg mitbrachte, verschlangen ihn. Er sah sich als eine Waffe. Ohne Zweck. Als ein Krieger ohne Vermächtnis. Aber seht euch um. Ihr seid sein Vermächtnis. Ihr alle, die ihr unsere Familie retten wollt vor dem Kollaps. Die ihr die Sünder aus unserer Heimat vertreibt. Und das werdet ihr, meine Kinder. Ihr werdet die Sünder aus unserer Heimat vertreiben. Jacobs Tod war nicht vergebens. Okay, nice. Haben wir die Cutscene auch mal gesehen? Puh. Gut. Die Whitetails sind ehrliche Leute, keine Frage. Die kämpfen für die gute Sache, die haben jeden Erfolg. Ah, okay, das hier kann ich jetzt nicht skippen, aber vielleicht besteht es auch einfach nur aus, ich stehe auf. Ja, besteht nur daraus. Servus. Kriegsopfer erledigt, Region befreit, bam, abgehakt. Kriege ich noch die Nachricht von wegen Jacob ausgeschaltet oder so. Ich dachte, dann erscheint nochmal das Bild von dem Herold und zeigt sozusagen an, also ne, es wird dann noch auf dem Screen durchgestrichen, dachte ich. Nö, ja okay, passt schon. Super Leute, damit hätten wir Jacobs Region abgehakt, perfekt. Und natürlich muss ich kurz vor Abschluss des Parts noch einmal niesen. Oh Mann ey, ich hätte es beinahe geschafft. Naja, egal. Leute, dann können wir dieses Gebiet hier tatsächlich als erledigt betrachten. Und tatsächlich konnte ich Herc komplett aus dem Weg gehen. Freut mich ehrlich gesagt, dass das funktioniert hat. Ne? Und dem Kerl hier, der so eine... Nee, Quatsch. Der hier war es. Chad Wolanski. Der so eine... unbeliebte Art von Quest vergeben hat. Dem konnten wir auch aus dem Weg gehen. Das sowieso. Ich hätte sowieso alles andere in dem Gebiet hier versucht zu machen. Selbst die, selbst diese anderen Klatsch-Nixon-Stunts hätte ich versucht zu machen. Viel eher hätte ich die versucht, als Chad Wolanskis Quest nochmal zu machen. Ne. Aus Prinzip schon nicht. Naja, dann würde ich sagen, als nächstes könnte ich mich eigentlich dem Gebiet von Faith widmen. Würde ich jetzt mal so als nächstes sagen. Ne, das Gefängnis von Hope County wäre dann unser Endziel sozusagen. Aber gleichzeitig kann ich ja auch nochmal auf dem Weg
Richtung Süden sämtliche anderen Sachen mitnehmen, die mir hier angezeigt werden. Ne? Der Dropman Yachthafen, Peaches Tierpräparation und Moonflower Trailer Park. Sind alles eigentlich Missionen, die ich durchaus auch so noch einmal mitnehmen kann und den Punktecounter ja eigentlich ordentlich in die Höhe treiben sollten. Bei ihr sind es nochmal 13.000, bei John auch nochmal 13.000. Ja, sind zwar mehr als bei Jacob, aber ich denke mal, dadurch, dass die Region hier größer ist und die Missionen noch etwas zahlreicher, sollten wir diese ganzen Gebiete hier eigentlich auch einigermaßen gut hinkriegen. Also dann, ich bin sehr gespannt, Leute. Ab dem nächsten Part heißt es, in Faiths Gebiet eindringen und da für Rabatt zu sorgen. Also, dann würde ich sagen, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan? Ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert? Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.